Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Freunde, heute in diesem Video, ich fahre mal Tommy und Anna nach Russland. Ich kann leider nicht mit, ich gebe sie an der Grenze ab, danach werden sie abgeholt. Ja, und wir befinden uns gerade kurz vor der litauischen Grenze, in der sogenannten Suwalki-Lücke. Also 30 Kilometer links von uns ist Kaliningrad oder Alt-Königsberg. Und auf der rechten Seite ist schon Weißrussland. Wir werden heute nur noch bis Litauen fahren, haben da einen Stellplatz, den wir schon kennen. Da werden wir euch natürlich mehr zeigen von dem Stellplatz. Und am Morgen geht es dann zur Grenze. Da ist ja noch jemand. Wir gucken mal, was Tommy macht. Da freut sich natürlich schon riesig, seine Schwester wiederzusehen, die Oma wiederzusehen, alle wiederzusehen. Aber jetzt ist er ein bisschen müde, ne? Obwohl er heute Nacht lang geschlafen hat. Ja, wir überqueren die Grenze nach Russland oder die Anna und der Tommy in Estland. Ne? Jetzt kommt das Litauen, dann kommt Lettland und dann kommt Estland. Wir müssen ja gucken. So viele Grenzübergänge sind ja geschlossen. Wir werden sehen. So, jetzt geht's nach Litauen. Hier ist eine kleine Kontrolle. Ist aber nur, ich denke mal, für LKWs. Wir nicht. Nee. Jetzt sind wir in Litauen. Hurra! Und der wird angehalten. Ah! Wir haben beim LKW-Fahrer die Tür aufgemacht, die Polizei, und da muss er reinpusten. Und dann gucken die, wie viel der getrunken hat. Alkoholcheck an der Grenze. Genau, Tommy, geht gleich los. So, Litauen, danach Lettland. Das ist ja stark hier.
in Litauen 30 GB Datenvolumen auf einer Karte 3,99. Das ist schon nicht schlecht, ne? Tommy möchte. Die Anna wird schon wahnsinnig. Hier gibt es schon russische Salate. Und Schaschlik in Tüten, also das Fleisch. Haben wir auch schon gesehen. So, Anna, da brauchst du dich gar nicht mehr abholen, ne? Du fühlst dich schon mal wohl hier. Oh, guck mal die schönen Gurken an, Anna. Boah, die sehen ja gut. Oh, die sehen aber gut aus. Wir nehmen auf jeden Fall Gurken mit. Dieses Fleisch? Nee. Okay, kein Problem. Boah, das ist Frischkäse hier. Sehr stark. Hier in Lettland ist es schon wie in Russland. Abgepackt, schöne große Pakete mit Schaschlik. Verschiedene Geschmäcker. Alles Schaschlik. Alles Schaschlik. Fantastisch. Ja, Freunde, nach dem Supermarkt haben wir jetzt, oder suchen wir erstmal einen Stellplatz für die Nacht. Wir sind in der Nähe von Kaunas. Ja, wie bereits schon den Drohnenaufnahmen zu sehen, eigentlich sehr idyllisch. Aber keine Ahnung, wir stehen halt hier relativ allein. Ja, muss ja nicht schlimm sein. Aber irgendwie sagt uns das, da möchte niemand anders stehen. Vielleicht gucken wir nochmal weiter, vielleicht bleibt man hier. Also ich finde es ja nicht schlecht. Ich finde es ja okay. Ja, ihr Lieben, ihr habt es gesehen an den Drohnenaufnahmen. Das ist der Platz für heute Nacht. Also wir fühlen uns alle sehr wohl. Ich habe nur leider mein Mikrofon vergessen und der Gimbal ist nicht aufgeladen. Also es wird etwas wackelig. Aber naja. Also das ist immer noch Litauen. Wir haben den Schlafplatz doch noch gewechselt, weil wir das hier gefunden haben über Park4Night.
Und ja, ihr seht ja, also für Tommy und für uns der absolute Traum. Na, er kriegt jetzt erstmal die Fingernägel geschnitten. Haben wir ja zu Hause nicht mal geschafft, oder? Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. So, Freunde, wir haben hier Schaschlikfleisch, ne? Aber wir müssen es leider in der Pfanne machen. Ich habe keinen Grill mitgenommen. Aber das werden wir wohl hinkriegen. Denke ich mal. Sieht doch gut aus. Das sag ich doch. Schaschlik geht auch in der Pfanne. Bei der Hitze mit dem Gas ist alles gut. Mmh. Well done. Da hätten wir sogar 10 Meter Entfernung von unserem Wohnmobil eine Badestelle mit Sand, warmem Wasser und das Wichtigste, sauberem Wasser. Und Freunde, hier ist kein Mensch. Kein Mensch. Hier ist ein eingetragener Stellplatz bei Park4Night und hier ist keiner. Also besser kann es nicht laufen. Ne? Könnt ihr euch vormerken, die baltischen Staaten sind wirklich zu empfehlen. So, das nächste ist, hier gibt es Toiletten, Müll, einen Spielplatz und das absolute Highlight, unvorstellbar, da vorne, hinter diesem roten Kasten da, ein Grill und hier der nächste Grill. Also, tja, hier lässt sich bleiben, 2 Wochen, ne? Oder einen Monat. Thank you.
Dienstag 10 Uhr morgens. Zeitverschiebung, bei euch ist es um 9. Bei uns ist es um 11, bei euch ist es um 10. Ja, wir überschreiten jetzt die Grenze von Litauen nach Lettland. Und zack, willkommen in Lettland. Ja, Freunde, wir sind in Lettland. Seht ihr da diese Klapperstürche auf dem Dach? Mega, ne? Also wir haben jetzt durch Litauen und Lettland haben wir bestimmt schon mindestens 200 Störche gesehen. Also an jeder Ecke, überall auf den Feldern sind hier Störche. Und jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier an der Grenze zu Russland angekommen. Insgesamt sind wir jetzt von uns zu Hause 1700 Kilometer gefahren. Und das ist jetzt der letzte Stellplatz, wo wir warten, bis die Anna über die Grenze kann. Und hier sitzt doch ein Storch. Also wir haben aber mindestens jetzt schon, ich habe vorhin 200 gesagt, das waren bestimmt schon 1000 gesehen. Da ist manchmal auf dem Feld um die 20, die da drum pickern. Und nach 100 Metern ist dort wieder der nächste. Ja. Wir stehen jetzt erstmal hier, ruhen uns erstmal aus. Tommy hat zu tun. Erstmal ein bisschen essen und trinken. Ja, ihr habt ja auf dem Drohnenvideo gesehen, wie sie aussieht. Wir sind die einzigen, wie überall. Irgendwie sieht man auch relativ wenig Camper rumfahren. Heute haben wir mal zwei Deutsche gesehen. Die kamen uns entgegen. Aber mehr nicht. Mama mia, was man hier neben Camper alles findet. The starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Thank you.
Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone, you make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season. Ja, das ist ja hier eigentlich ein eingetragener Stellplatz. Man hat eine Entsorgung, man hat Frischwasser. Und das sieht auch hier ziemlich modern aus. Hier seht ihr es auch schön hier oben. Aber hier drin funktioniert gar nichts mehr. Da fehlt der Bildschirm. Den haben sie irgendwie rausgemacht. Naja, nützt ja nicht. So, nach der langen Fahrt heute gibt es jetzt erstmal wieder das russische Schaschlikfleisch aus der Packung, nur in der Pfanne, ne? Aber hat ja gestern schon gut geschmeckt. Für 3 Euro zwei Tage Schaschlikfleisch essen, kommt gut. Guten Morgen, es ist früh um 5. Und jetzt geht's gleich an die Grenze.
Baustelle. Man wartet auch mal in der Ampel 40 Minuten. Also 40 Minuten Wartezeit an der Ampel für eine Baustelle, die 17 Kilometer lang ist. Genial, ne? Ja, hier hat man die Ruhe weg. Das sieht man überall. An der Tankstelle, im Supermarkt. Ja, die haben Zeit. Wenn irgendwo eine Schraube locker ist am Auto, dann fällt sie jetzt raus. Meine Fresse noch einmal. Also so sind die Straßen ja super, aber Baustellen gehen hier gar nicht. Da brauchst du einen Jeep und da donnern die LKWs drüber. Miks mitte see võiks olla korralikum puhkeala ka turistide vaates, sest tänasel käib palju inimesi. So, Freunde, also ich fahre jetzt und hol die Anna. Ich brauche 22 Minuten. Die Anna müsste jetzt genau an der Grenze sein. Also könnte das passen. Ist jetzt mal eine Stunde gebraucht. Aber ihr seht, sieht mystisch aus, wie der Steven das gerade am Telefon erwähnt hat. Aber keine Ahnung, ich fahre ja mit 20 über die Landstraße. Sieht gar nichts. So, Freunde, ich bin an der Grenze. Die Anna hat mir schon geschrieben, die ist ja schon irgendwie auf estnischer Seite. Also das war ja komplett crazy. Dann wäre die ja in 20 Minuten über der Grenze gewesen. Und ich glaube, ich sehe sie schon. Die sind schon da. Es gibt gar nicht. Ich musste langsam fahren wegen dieser Kacke. Wegen diesem Nebel. Und ein Elch habe ich auch gesehen. Da sind sie. Nee, Tommy. Привет.